Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie noch wach sind. Schön, dass Sie noch da sind. Ich hoffe, wir machen gleich eine spannende Talkrunde für das interessierte, sportbegeisterte wahrscheinlich Publikum, das wir hier noch haben. Ich bin Lea Wagner, ich bin Moderatorin bei der ARD, unter anderem Sportschau. Auch mal Skispringen, auch mal andere Sportarten, aber doch meistens Fußball. Und auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich noch recht jung bin, dass die Generation nach mir sich da eher von wegbewegt und dass die immer wieder auch andere Sportarten spannender finden als Fußball, mit denen ich bisher noch nicht so richtig was anfangen konnte. Und genau darüber wollen wir sprechen heute Abend. Wir haben entschieden, das so ein bisschen in zwei Runden zu splitten. Einmal sprechen wir eher darüber mit den drei Herren hier neben mir, was linear funktioniert, welche Sportarten im Stream funktionieren und wie man Communities aufbaut, die immer wichtiger werden. Und dann wechseln wir nochmal und sprechen unter anderem darüber, wie viele Plattformen der Markt noch verträgt, beziehungsweise auch wie viele Anbieter der Markt noch verträgt und wie man mit den sehr volatilen Rechten umgeht, wenn das dann alles mal rüberwandert, womit andere auch schon hier Erfahrung gemacht haben. Also erstmal herzlich willkommen an euch oder hier im Sportjargon an euch zu bleiben. Herzlich willkommen, Alexander Rösner von RAN, der Sportchef. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen links, Slaven Paunovic, der Head of Distribution von Servus TV. Hallo. Und ganz links Olaf Schröder, der Vorstandsvorsitzende von Sport1 Medien. Olaf, ich selbst bin Baujahr 1994. Ein Jahr später kam der Doppelpass. Das ist für mich einfach so die Sendung, mit der ich aufgewachsen bin. Und für mich ist die klassische Fernsehsendung. Gibt es das noch? Stimmst du dazu? Erstmal gibt es das noch, jeden Sonntag um 11. Habe jetzt auch den Ansatz nicht verstanden, wo die junge Zielgruppe gerade hingeht. Es gibt Formate, unter anderem den Doppelpass, wo ja nicht Fußball geschaut wird, sondern wo nur darüber geredet wird. Da ist die junge Zielgruppe da, die ist interessiert. Fußball ist mehr als nur die 90 Minuten. Und wir bedienen auch mittlerweile die Zuschauer anders. Für die Älteren gibt es dann das Telefon, wo man anrufen kann. Und für die Jüngeren gibt es dann digitale Touchpoints, wo man sich auch in der Sendung verwirklichen kann und seine Meinung äußern kann. Ja. Alex, was muss denn überhaupt noch ins Fernsehen und was gehört in den Stream? Die Frage hat nicht darauf abgezielt, ob es den Doppelpass noch gibt, sondern ob es die klassische TV-Sendung noch gibt, die nur im Fernsehen funktioniert oder auch nur dahin gehört. Ja, es gibt die klassischen TV-Sendungen, gibt es immer noch. Jede Plattform muss selber beurteilen, was gestreamt wird und was den Sprung ins Fernsehen dann schafft oder irgendwann auch nicht mehr schafft. Ich glaube, das ist immer eine Frage von Reichweite auf der einen Seite und Kosten auf der anderen. Soll heißen, wenn wir jetzt für uns aus unserer Welt uns eine neue Sportart ausgucken und noch nicht direkt dran glauben, dass sie sofort TV-tauglich ist für einen entweder großen Sender oder auch unsere kleineren Spartensender, in dem Fall ProSieben Max, dann fängt man mit dem Streaming an, schaut, wie das reagiert, ob das zuckt oder nicht und dann irgendwann sagt man, es schafft den Sprung ins Fernsehen. So denken wir. Und irgendwann glaube ich, wenn Rechte funktionieren und im Fernsehen Sendungen funktionieren, ist dann irgendwann der Sprung wieder weg vom Fernsehen, weil dann wird das so teuer, dass andere, glaube ich, Pay- und Abo-Modelle haben und dann schließt sich der Kreis, beziehungsweise dann ist es, glaube ich, wiederum ein Streaming-Produkt. Ich glaube, so kann man das sehen. Slaven, glaubst du das auch, dass das in der Zukunft auch so bleiben wird? Oder geht es irgendwann vielleicht auch eher darum, wenn ich im Streaming meine Leute erreiche, mache ich es dann überhaupt im Fernsehen, weil vielleicht erreiche ich da einfach ganz andere Leute? Na, ich glaube schon, dass du die Inhalte entsprechend kuratieren musst und dass Sport im linearen absoluten Bestand hat. Ist ein emotionales Umfeld, damit wirst du im Prinzip mit den großen Sportereignissen im linearen TV auch immer deine Zuschauer erreichen. Wir gestalten die Verlängerung dann über unsere digitalen Outlets, wo wir halt sagen, klar, wir verstehen, am Hauptsender ist unsere Zuschauergemeinde auch ein bisschen älter, natürlich auch ein bisschen erwachsener, einfach in ihrer Herangehensweise und dann denken wir uns, dass die digitalen Outlets genau dafür da sind, halt eben jüngere Zielgruppen anzusprechen, andere Zielgruppen anzusprechen, wie gesagt, kuratiertere Angebote zu gestalten. Und insofern glaube ich immer, dass Sport im linearen Bestandteil haben wird, wie es auch im digitalen Bestandteil hat. Du musst halt sehen, was du für wen halt eben auch machst. Der Kerngedanke des Sports ist ja vor allem dieses Live-Erlebnis. Dieses, wir schauen das alle zusammen und wir schauen es vor allem zur gleichen Zeit.
Was funktioniert, Olaf, du hast eben eher leicht mit dem Kopf geschüttelt, was funktioniert im Sportbereich auch on demand, was man früher eher nur live geschaut hat? Ich würde die erste Frage nochmal beantworten. Also in der jüngeren Vergangenheit haben unter anderem die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gezeigt, dass dort eine enorme Reichweite ist. Ein Kompliment an Magenta und Henning Stegenroth, dass er die Rechte noch an RTL veräußert hat. So wurden übrigens auch die Basketballer in Deutschland berühmt mit einer unfassbar hohen Reichweite und auch mit einer jungen Reichweite. Die NFL, ProSiebenSat.1 macht das vor, wie wichtig Big Screen ist. Also der Ruf nach dem Big Screen, der wird immer lauter, muss man fairerweise sagen, weil es geht um Auffindbarkeit. Wo ist eigentlich mein Produkt? Wo finde ich mein Produkt? Und Alex und mich verbindet ja eins neben vielen anderen Dingen. Wir wollen einfach nur AGF gemessen sein. Bei uns geht es um Reichweite. Dass wir das digital verlängern, dass wir digitale neue Zielgruppen suchen, dass wir neue Touchpoints suchen, alles in Ordnung. Am Ende sitzen hier mindestens mal zwei, die damit Geld verdienen wollen. Wir machen das ja nicht aus Goodwill, sondern der Erwerb von Rechten. Das ist bei uns anders, oder? Das habe ich ja, doch, habe ich gesagt. Aber das ist ja so, der Glaube an den Sport. Also wir haben jetzt, wir sind einer von drei Rechtehaltern jetzt bei der Frauen-Bundesliga. Das mache ich nicht, weil mir der Frauenfußball so extrem orbitant gefällt. Meine Tochter spielt Fußball. Ich glaube an das Geschäftsmodell. Und dann ist die Frage, und das war der Weg des DFBs, wo ist der Big Screen, wo ist die Vollverbreitung, wo ist die Liga? Das ist eine gute Mischung aus. Ich finde, es ist nicht das, was machen wir jetzt? Machen wir A oder B oder C? Das ist dann die digitale Verlängerung, sondern es ist am Ende ist es die Mischung und dann für uns alle drei ist es dann auch die Kapitalisierung dieser Sportarten. Wenn du den Frauenfußball ansprichst, ja. Ganz gut ergänzend dazu nochmal. Das ist tatsächlich so, dass ganz klar, wir machen alle viel digital, man sollte nicht aufhören damit. Aber es ist immer noch so, die große Reichweite und tatsächlich das große Geld ist immer noch so, in allen Deckungsbeitragsrechnungen macht immer noch das Fernsehen. Insofern sollte man das nicht tot sagen. Und das geht, glaube ich, ja, wobei die Reichweitenmessung sich ja hoffentlich mal dahin entwickeln wird, dass alles abgebildet wird, auch alle digitalen Outlets und du dann die Möglichkeit hast, halt eben auch alle Reichweite halt auch mit einem Preisschild zu versehen vielleicht. Da ist das nicht eher das Problem? Aber kumulieren tun wir es ja schon. Ne? Also ich meine, du hast ja, also wir zum Beispiel haben das bei RAN.de, zeigen wir unsere Sportarten, wir zeigen sie bei Join. Das verändert sich auch total. Also es wächst auch alles und das ist auch alles super. Aber es ist immer noch nicht so, weil wir reden ja schon seit 10 Jahren gefühlt dafür, dass Fernsehen tot ist. Warum habe ich denn immer noch die größten Einnahmen und die größten Reichweiten in der linearen Verbreitung? Und das ist dann am Ende des Tages eine Addition noch. Und ihr glaubt, es wird auch dabei bleiben, dass ich auch die nächste Generation und die nachfolgende immer noch bei großen Sportereignissen linear am besten erreiche? Das weiß ich nicht. Also wenn man mit jungen Leuten spricht, und die Thesen gibt es ja immer häufiger, die alle haben alle keinen Fernsehanschluss mehr und man kann ja über verschiedenste Arten und Weisen inzwischen auch mit einem großen Big Screen Produkte und Sendungen empfangen. Ob das so lange bleibt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, seit 10 Jahren, sagen wir schon, ist es eigentlich übermorgen tot. De facto sind die Zahlen immer noch dieselben, zumindest die mir vorliegen. Ja, du musst ja unterscheiden. Das eine ist Kabel und Satellit, das ist ja eine Diskussion, aber jetzt Sport1 und auch ihr. Wir werden ja auch über Streaming-Plattformen verbreitet. Also das ist das, was wir sagen. Also Satu, Waipu und auch die Vodafone-Kanäle sind Streaming-Plattformen. Also die linearen Kanäle sind nicht nur auf Kabel und Satellit, sondern sie sind auch in den Streaming-Plattformen. Und da vielleicht bei Leuten, die nicht diese Verträge abschließen wollen und oder können, sind wir auch erreichbar und jetzt die gute Nachricht, auch da AGF gemessen. Jetzt hast du eben noch mal gesagt, Alex, Fußball-Lineal, wie auch immer, das ist einfach auch sehr, sehr teuer. Jetzt muss man teilweise kreativ werden oder wurde kreativ wie ihr und sucht sich andere Sportarten, die noch nicht so wirklich besetzt sind und versucht die im besten Fall, wenn es funktioniert, sehr, sehr groß zu machen. Das hat bei euch funktioniert über 10 Jahre mit NFL. Habt ihr geholt, habt ihr kontinuierlich aufgebaut, mit viel Geduld auch. Mittlerweile ist es total groß. Wie geht man dabei vor, bei der Akquise, bei der Analyse, bei Randsportarten, ob die funktionieren könnten für das große Publikum? Was sind da Faktoren, um mal vielleicht ein paar konkret zu nennen? Die NFL ist ein spezieller Fall. Also wenn man allgemein sich der Sache nähert, gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen 4 Faktoren, die man sich anschauen muss. Der eine ist immer der Sport selber. Also alles drumherum, alles kann man im Storytelling-Bereich aufpushen, aber der Sport muss gut sein. Er muss faszinierend sein und qualitativ hervorragend. Das ist bei allem so. Wer bewertet das, ob der Sport gut ist und faszinierend? Ja, das
die Fachredaktion in dem Fall. Also wir schauen uns das schon an, wo wird welche Sportart auf welchem Niveau betrieben. Das gilt ja auch, das ist ja eine weltweite Betrachtung. Die NFL ist die beste American Football Liga der Welt. Das stand ja ohne Zweifel, stand das ja fest. Zweiter Faktor ist für mich, du brauchst immer Köpfe, Heroes. Ob das jetzt idealerweise nationale Helden sind oder im Fall der NFL Superstars, weil sie drüben diesen Star-Faktor haben. Dann brauchst du meines Erachtens immer eine gute Produktion, nenne ich es immer, ein gutes Produkt. Das ist sowohl von der Herstellung der Bilder für das Event, als auch von dem, wie wir sozusagen das mit unseren Gesichtern, mit unseren Moderatoren und Experten abbilden. Ja, und am Ende des Tages ist es dann, ehrlich gesagt, auch nochmal, und das ist unser tägliches Geschäft, ist es dann auch ein richtiges Lot. Ne? Also man kann ja viele Dinge prognostizieren oder nicht, aber die richtige Sportart zum richtigen Zeitpunkt trägt erheblich dazu bei, wann, wo eine Sportart Erfolg haben kann. Also bei der NFL muss man auch ganz klar sagen, unabhängig von der Machart und von der Art und Weise, wie sozusagen diese Faszination über die genannten Faktoren, glaube ich, aufgebaut werden konnte, ist ein entscheidender Faktor, müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist Sonntagabend, da ist nichts los. Junge Menschen treffen sich, Fußball ist langweilig, Tatort haben die keinen Bock drauf. Und dann sitzen die da und essen zusammen Pizza, trinken Bier und schauen zusammen als Community, als Gemeinschaft, gucken die eine neue Sportart, reden da mit, finden die Dudes lustig, die da echt unterhaltsam, neben dem Sport auch noch unterhaltsam eine eigene Sprache an den Tag legen. Und das ist einer der Faktoren, die am Ende des Tages auch noch eine große Rolle gespielt haben. Ich meine, zu alten Sport-1-Zeiten auch nochmal. Montagabend, Zweitligaspiel. Das wird ist, ja jetzt wieder ins Leben gerufen. Das ist tatsächlich ein Grund, warum das damals 1,3 bis zum besten Zeiten, glaube ich, 2 Millionen Zuschauer hatte. Weil Montagabend bist du standalone im Fußball. Das ist ja leider nicht mehr der Fall. Ja, hat sich ja die Liga gegen entschieden. Also noch eine wichtige Komponente ist übrigens manchmal auch Glück. Also wir haben ja damals ein Rechtepaket angekauft mit Bowling, mit Snooker und dann noch mit der Unsportart Darts. Da haben wir, das ist 15 Jahre her, da haben wir angefangen mit 20 Stunden rund um Weihnachten und uns da rangetastet und getan und gemacht. Wurden vielmals belächelt von Fachmedien, oftmals kritisiert, warum das überhaupt Sport ist. Naja, 15 Jahre später würde ich sagen, rund um Weihnachten haben wir den kleinen Lord jetzt mal in die Kiste gesteckt. Und dann ist das eine Party, das ist Oktoberfest und Karneval in einem. Aber da brauchst du auch einen langen Atem. Ja, das ist nicht so, dass einer gesagt hat damals, da ist eine Sportart, die ist geil, sondern du probierst auch viele Sachen aus und kommen sie an, wie funktionieren sie, werden sie angenommen. Und beim Darts, ehrlich gesagt, die scheinen ja nicht auszusterben. Also die spielen ja teilweise, also Phil Taylor hat, glaube ich, 15 Jahre lang bei uns auf dem Schirm gespielt. Das heißt, du hast auch Protagonisten, im Gegensatz zu Fußballvereinen, die alle 2-3 Jahre wechseln, die einfach 10, 15 Jahre in der Szene mit dabei sind. Das heißt, du kannst auch an den Persönlichkeiten coole Storys aufbauen und die Menschen sind bekannt. Ich glaube, dass Gary Anderson nicht durch München laufen kann, der wird erkannt, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich ein Erfolg, den wir zusammen mit The Zone, muss man fairerweise sagen, genießen und an Weihnachten explodiert das. Ja. Der sich vor allem über sehr, sehr viele Zielgruppen erschließt, dieser Erfolg. Also da kenne ich sehr junge Leute, die das gucken und ich gucke das tatsächlich um Weihnachten rum, auch mit meinem Opa. Jetzt hattest du auch Communities angesprochen, Slaven-Communities. Wie baut man sich Communities auf? Wie hat sich das entwickelt? Wie hat das an Relevanz gewonnen? Ja, ich glaube, da kann man mal 30 Jahre zurückblicken und so ein bisschen an Gerd Zeiler denken. Der hat damals gesagt, wenn du relevanten Content hast, dann wirst du auch alle Zielgruppen irgendwie erreichen. Damit stärkst du Awareness. Wenn du dann noch eine gute Marke hast, dann hast du ein super ordentliches Paket. Und ich glaube, da geht es nachher um Relevanz des Content, dann entsprechend der Zielgruppen aufzuarbeiten. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir versuchen das mit den großen Rechten, mit den Inhalten im linearen TV, um dann auch digital anzufüttern, da unsere Zielgruppen auch abzuholen, die Inhalte zu erweitern. Und ich glaube, dann kann das gut funktionieren, absolut. Wir haben jetzt nicht ganz so diesen Trüffelschwein-Charakter, ja, weil wir sagen, wir würden jetzt wahrscheinlich keine Sportart angehen, die noch sehr stark in der Entwicklungsphase ist. Ja. Wir brauchen mit einem Hauptsender, den wir haben in Deutschland, halt eben sehr etablierte Sportarten, wie eine MotoGP oder halt eben auch eine WRC. Und trotz alledem gelingt es uns halt mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben aus dem Bereich Produktion,
aus dem Bereich Redaktion halt eben auch noch so viel Fleisch dran zu bringen und so viel Wertschöpfung zu schaffen, dass halt das Produkt auch weiterentwickelt wird und auch noch stärker wird in Zukunft. Und das ist dann eher die Perspektive, die wir uns anschauen. Ja. Jetzt haben wir eben gehört, als Trüffelschwein, wie du die beiden so treffend bezeichnet hast, braucht man auch mal Mut, beziehungsweise braucht man auch Geduld. Das dauert. Hat man die Geduld noch, wenn man merkt, nach einem Jahr, das funktioniert überhaupt nicht? Also wir hatten sie, ne? Also um das NFL-Beispiel nochmal nachzuerzählen, als ich damals zurück zu Sat.1 ging, haben wir ein Spiel in der NFL, das war der Super Bowl. Und inzwischen gibt es 57 NFL-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen in dieser Saison. Seit 3 Wochen übrigens alle Spiele, also das 19-Uhr-Spiel und das 22-25-Spiel auf dem großen Sender ProSieben. Also in dem Fall hatten wir die Geduld, aber das war natürlich ein schrittweises sich annähern. Ne? Mhm. Das war der erste mutige Test war, in einem frei empfangbaren Fernsehen bei ProSieben Max 2 Spiele hintereinander zu programmieren. Das war schon damals eine mutige Entscheidung, ob das funktioniert oder nicht. Gerade das frühe Spiel, und als das funktioniert hat, ist es stetig ausgebaut worden. Und ehrlich gesagt, konnte vor 10 Jahren keiner damit rechnen, dass wir dann irgendwie an die 30 Spiele auf dem großen Sender übertragen. Also dass dann eine Nischensportart zum Primetime-Produkt geworden ist. Also Da hatten wir die Geduld. Ich glaube, man muss sie sich auch nehmen. Das ist, die positiven Beispiele zeigen ja, wenn man an was glaubt und es langsam aufbaut, dann hat man die Chance auf den Erfolg. Und der Erfolg, ich glaube, ist ein bisschen anders als im Showgeschäft, beim Sport. Die Community wächst. Leute verlieben sich in eine Sportart und das spricht sich rum. Sie kommen dazu, wie jetzt bei der viel zitierten Community der NFL geschehen. Und es ist, glaube ich, anders als bei Showformaten. Ne? Summe X, Staffel 1, 7 Folgen und dann funktioniert oder es funktioniert nicht. Beim Sport ist es ein bisschen mehr Herzblut, glaube ich, ein bisschen mehr Contenance. Wobei natürlich der große Vorteil wäre bei einem Unterhaltungsformat, wenn du es gerade vergleichst, ist dann mein Format vom Sender. Und bei den Rechten bin ich abhängig, dann baue ich mir das groß auf, das ist mein Baby. Und dann zieht es aber aus und zieht halt gerade mal bei wem anders ein, jetzt bei RTL. Um das vielleicht nochmal zu Olaf, Frauenfußball, ihr wollt es jetzt Montagabend wieder groß machen. Ich denke mal, da ist auch das Ziel, dass das dann mit Sport1 verbunden wird, dass ihr da außenrum groß was aufbaut. Wie groß ist denn immer der Risikofaktor der Rechte, wenn man da so viel Geld und Mühe und Liebe reinsteckt und am Ende ist das weg und alle gehen mit? Ist doch völlig egal. Rechte kommen und gehen, um es mal ganz einfach zu sagen. Rechte sind völlig egal. Nein, da gibt es kein Leiden. Alex hat jetzt die NFL verloren. Wir haben alle schon mal Rechte gewonnen, wir haben alle schon mal Rechte verloren. Also die NFL lief übrigens, bevor sie da lief, im Pay-TV bei Sport1. Also dann hat sich die NFL entschieden, den frei empfangbaren Weg zu gehen. Das ist auch eine Entscheidung, die ist ganz, ganz wichtig in Deutschland. Aber da kann man mal traurig sein und dann musst du im Prinzip wieder den nächsten Schritt gehen. Das ist einfach so, das ist das Risiko. Und natürlich kommen dann Partner, die einem in Anführungsstrichen vielleicht funktionierende Formate mit einer noch besseren Kapitalisierung, wie zum Beispiel RTL, auch mal Rechte wegnehmen. Das Risiko des Frauenfußballs, wenn wir daraus ein Millionenprodukt gemacht haben, dann werden noch mehr Partner, aber es haben, glaube ich, schon relativ viele, an der nächsten Ausschreibung teilnehmen. Das ist ein ganz normaler Weg und ein ganz normales Risiko, so traurig das ist, eines Medienmanagers. Aber ich habe die Hoffnung am Frauenfußball, aber die Lösung ist nicht, dass Henning Stiegenroth mit Magenta alle Spiele zeigt, 10 Spiele bei der ARD laufen und 22 bei uns und dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Hier ist auch der DFB gefragt, hier sind die Protagonisten gefragt, hier sind die Vereine gefragt, auch ihre Kanäle zu bespielen, im Prinzip Werbung dafür zu machen. Also diese Einstellung, ich gebe jetzt einfach Rechte weg und dann macht ein anderer was da draus. Also ich, jetzt mal ganz im Ernst, bin ich aus dem Sattel gegangen, als der DBB-Präsident Weiß, mitten während der Europameisterschaft sich hingestellt hat und hat gesagt, so unverschämt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht diese Europameisterschaft übertragen. Also erstmal frei empfangbar auf Magenta, also selbst für mich als Nicht-Techniker machbar. Und was ist denn das für eine Aussage? Die Strategie gibt doch nicht, also wir kaufen Rechte und wir wollen Geschäftsmodelle machen und am Ende Geld verdienen. Das ist unsere Intention. Aber das funktioniert nur in der Partnerschaft. Ich habe doch jetzt bei den Frauen auch schon wieder das Thema, dass 1, 2 sich äußern, indem sie sagen, oh, da müssen sich Leute am Dienstag aber frei nehmen. Also jetzt mal 2 Schritte zurück, die Chance nutzen, die Möglichkeit nutzen und dann mit den Partnern zusammen im Prinzip einen Mehrwert schaffen, dass diese Sportart außerhalb einer Europameisterschaft und Weltmeisterschaft auch in Deutschland wirklich Anklang findet. Da gehen wir, ich, in einen Schritt. Aber ich verlange natürlich auch von den Partnern, die die Rechte vergeben, dass da jetzt auch
Action ist, weil frei empfangbar, nicht zu vergessen, war die Frauenfußball-Bundesliga übrigens schon bei Eurosport am Freitag. Also es wird in dieser ganzen Kommunikation und Berichterstattung vergessen. So, das ist dann zu wenig, aber da haben die Partner auch nichts draus gemacht, muss man fairerweise sagen. Aber es endet ja am Ende des Tages nichts daran, du hast die Gefahr ja selber schon beschrieben, dass es dass ihr es aufbaut und die Rechte gehen. Und um die Frage zu beantworten, das ist Teil unseres Geschäftes. Ja, das muss man sich daran gewöhnen, das ist nicht schön, aber es macht es nicht besser, finde ich. Und in unserem Beispiel, das nochmal zu nennen, ist es so, wenn man was aufbaut und es dann verliert, tut es doppelt weh. Und so Sätze wie, der fiel tatsächlich von den Kollegen der NFL, you're the victim of your own success, das hört man dann nicht gerne, ist aber so. Und diese Gefahr, da können wir nichts gegen machen, haben wir immer, es sei denn, wir sind in Verhandlungspositionen, Matching Offer Rights reinzuhauen. Aber das geht ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr. Ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung, so einen Satz dann zu hören. Hast du Hoffnung, dass die... Glückwunsch, Alex. Ja, danke. Ja. Ich habe mir auch so ein Poster davon gemacht. Das ist super. Wo Success mit drin steckt, ist eine Auszeichnung drin. Ja. Hast du Hoffnung, dass die Leute, die ihr mit aufgebaut habt, wegen denen das auch groß geworden ist, Icke und Co., dass die bleiben? Das hoffe ich natürlich sehr. Ne? Wir haben ja, neben der NFL haben wir ja sozusagen das immer erweitert von Jahr zu Jahr. Wir haben jetzt noch College Football, samstags 18 Uhr auf ProSieben Max. Wir haben die European League of Football am Start. Jetzt die zweite Saison schon recht erfolgreich mit einem Marktanteil von 2,4% auch auf ProSieben Max. Das geht weiter, Ran Football wird weitergehen. Wir haben eine relativ intensiv besuchte Webseite mit ran.de, wo wir relativ viele Football-User drauf haben. Die werden wir weiter bedienen. Insofern werden wir weiter Football haben. Und ich freue mich über jeden unserer Randcrew, die bleibt. Ich weiß nicht, was sie noch für andere Angebote haben, ob RTL nicht nur bei den Rechten wildert, sondern auch bei den Menschen. Das müssen wir mal abwarten. Ja. Slaven, um die Runde demnächst dann auch mal abzuschließen, weil wir nur eine Halbzeit haben und wir machen auch keine Halbzeitpause. Wir haben noch keine Rechte verloren, kann ich nicht beantworten. Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ich kenne das Gefühl leider nicht. Sei froh. Neben ab MotoGP und so, oder? Können wir mal einen Joy sind wir dran. Machen, oder? Sind wir dran. Beide zusammen? Oder? Ja, sind wir dran. Ja. Wir hatten es schon mal, ist gut. Neben den Rechten, Slaven, wo siehst du die größte Herausforderung aktuell in der Branche, im Sport? Konkret was? Du, tatsächlich ist es für uns ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil der Sport für uns ein Baustein ist in dem ganzen Programmportfolio. Klar ist, dass es im Sport, glaube ich, immer eine speziellere Situation ist, weil wir gesagt haben, da sind vielleicht Lizenzzyklen sind kürzer, du hast andere Konkurrenzsituationen halt eben auch und viel läuft über so einen Exklusivitätsgedanken. Das heißt also, das ist ja bei anderen Programminhalten anders, die du möglicherweise auch bei anderen Wettbewerbern dann findest. Ist wirklich schwierig zu beantworten, aber ich denke, wenn man offen für Partnerschaften ist, du hast es gerade vielleicht im Spaß gesagt, aber Joint Bits, Partnerschaften, Content-Partnerschaften, gemeinsame Überlegungen, sich Rechte anzueignen und die auch gemeinschaftlich weiterzuentwickeln, ob das jetzt Free oder Pay ist. Wir haben aber auch in Österreich beispielsweise gemerkt mit Servus Österreich, dass auch zwei Free-TV-Sender sehr erfolgreich die Formel 1 miteinander gestalten können. Das heißt also, ich glaube, man muss sich den Anforderungen im Markt stellen und dann smarte Ansätze entwickeln, wie man halt darauf reagiert. Das sind, wie wir gesagt haben, neue Zielgruppen. Das ist aktuell natürlich aber auch immer diese Thematik Personal. Wie setzt du einen hohen Qualitätsstandard um in den einzelnen Bereichen, in dem Bereich Produktion oder Redaktion halt eben, um das Level möglichst hoch zu halten und für den Kunden und für die Zuschauer attraktiv zu sein. Kommen viele, glaube ich, kann man nicht pauschal beantworten, kommen viele Sachen zusammen, sind genug Herausforderungen da, aber ich glaube, wenn man offen auf Leute zugeht, wie wir das aber auch immer, glaube ich, untereinander alle gemacht haben, dann gibt es ausreichend Modelle und ausreichend Platz für alle zum Überleben. Ja, super, ich halte fest, wir sind gespannt auf die Pressemitteilung der Kooperation hier zwischen RAN und Servus TV. Vielen Dank erstmal in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Sport 1, wir kaufen die MotoGP. Das hast du missverstanden. Oder so. Das verhandelt ihr dann hinter der Bühne, bitte. Ja. Ja, danke euch. Kooperationen, Sublizenzen spielen auch gleich bei unseren nächsten drei Herren auf der Bühne eine Rolle. Wir tauschen einmal die Mikrofone. Ich freue mich, wenn ihr da bleibt. Publikum ist jetzt nicht ausgebucht. Auf jeden Fall. Setzt euch in die erste Reihe. Danke euch.
Ja, herzlich willkommen. Ganz vorne Charlie Klaassen, der Sportchef von Sky, Senior Vice President Media von DAZN, Haruka Gruber. Hier links und in der Mitte platziert ist Dr. Henning Stiegenroth, Senior Vice President Content and Sponsoring von Magenta TV. Hallo. Hi. Es geht jetzt so ein bisschen darum, um da eine kleine Trennung zu bekommen, wie viele Anbieter der Markt noch verträgt. Und wenn ich Fußball schauen will, ich meine, das ist jetzt so der Klassiker geworden, aber da muss man ja wirklich erst mal googeln, wo ich jetzt was finde. Haruka, blickst du noch durch, wenn du wirklich mal ganz persönlich deinen Verein schauen möchtest? Musst du manchmal auch gucken, wo der gerade noch läuft? Ich finde die Diskussion ein bisschen übertrieben. Ich meine es gar nicht böse, ja. Aber im Entertainment, da finde ich es wirklich kompliziert mit sehr, sehr vielen Playern. Netflix, Amazon, Disney, Paramount, Sky etc. Ich finde es im Sport relativ geordnet. Wer Bundesliga gucken will, Sky und DAZN. Wer Champions League gucken will, uns und Amazon, wo man diskutieren kann. Ist das ich glaube, da würde jetzt dann noch die Hand heben, weil da ist auch noch Bundesliga mittlerweile. Weil läuft die ja auch auf Sport 1, auf RAN. Das stimmt, im Free-TV, das stimmt. Ja. Entschuldigung, Alex, wo sitzt der? Ja. Ja, das war kein Disrespect. War gerade abgelenkt, zum Glück. Das stimmt, aber die Spiele laufen ja Gott sei Dank auch bei uns in der Regel. Entsprechend, verglichen zum Entertainment, finde ich den Sport noch einigermaßen gut sortiert. Plus eben Anbieter wie Magenta, wo man ganz genau weiß, welche Sportarten man bekommt für spezifische Ligenfans. Von daher finde ich es gerade eigentlich nicht so schlimm, verglichen auch mit anderen Ländern. Charlie, siehst du es genauso oder geht vielleicht auch so ein bisschen was verloren, wenn der Sender nicht mehr konkret mit einer Sportart verknüpft ist? Das war früher irgendwie so, dass man genau wusste, Sky ist Fußball und Football ist RAN und jetzt irgendwie ist das so viel gesplittet und ich kann das da sehen, ich kann das da sehen. Geht da nicht auch irgendwie Identifikation verloren? Also ich sehe schon eine Herausforderung bei dem Thema. Sky wird nach wie vor sehr stark mit Fußball assoziiert und ich würde immer noch sagen, wir haben das stärkste Fußballprodukt im Markt. Vielleicht können wir uns mit Haruka streiten, was ist hier und da, aber ich glaube, wir können da relativ selbstbewusst stehen. Für den Sportfan wird es immer komplizierter. Also das Tolle am Sport ist, es sind Rechte, die gehen über Emotionen und es gibt keine Substitute dafür. Wenn ich ein HSV-Fan bin, dann will ich den HSV sehen. Wenn ich die NFL liebe, will ich die NFL sehen. Und da gibt es einfach keine Alternative wie im Entertainment-Programm. Und deshalb kommen auch immer mehr Anbieter, die sagen, okay, wir kriegen jetzt woanders Probleme und wir versuchen jetzt doch wieder mit Sport. Und Leute kommen und gehen. Aber es ist schon komplizierter geworden, alles zu finden. Von daher konzentrieren wir uns auf zwei Sachen. Das eine ist, unser Programm so zu gestalten, dass die Fans eigentlich die wichtigsten Sachen über uns bekommen. Aber wir sind auch ganz klar mit der Aggregation, dass wir sowohl Magenta Sport als auch DAZN über die Sky-Plattform haben. Aber man kann auch Sport 1 sehen und Pro7 Max und eigentlich alle anderen, dass man das leicht findet und wir ein Painpoint machen, wesentlich einfacher zu finden macht. Aber bezahlen muss man doch schon öfters als Konsument. Mhm. Also ich halte fest, es ist wichtig, dem Fan irgendwie dann auch so ein bisschen Orientierung zu bieten, dass man zumindest die Plattform dann bündelt beziehungsweise schaut, dass ich eben das dem Fan so leicht wie möglich mache. Henning, kommen und gehen, es kommen jetzt neue Anbieter auf den Markt. 2023 geht Dein an den Start, Streaming-Plattform gegründet vom ehemaligen DFL-Boss Christian Seifert. Wie schaut da die Branche drauf? Also erstmal würde ich auch noch mal kurz da ergänzen. Also ich finde es auch ein Problem, ehrlicherweise, für die Sportfans ein Stück weit, weil wenn du Fan eines Vereins bist, was eben viele sind, dann musst du eben auf mehrere Abos haben. Das finde ich schon irgendwie schwierig oder schwieriger als wenn eine Serie, die kommt zumindest, sage ich mal, eine Staffel kommt zumindest bei einem Anbieter und die nächste vielleicht mal beim anderen, aber im Kern kriege ich doch dann zumindest einmal das Leistungsversprechen, was ich haben will. Und das habe ich im Moment bei der Bundesliga und bei der Champions League nicht. Deswegen finde ich das schon ein Thema. Und wir haben sowohl Sportrechte mit Magenta Sport als auch mit Magenta TV eben eine Plattform, wo wir die aggregieren. Das machen wir eben auch genau und haben ja auch da unser Mega-Sport-Angebot gemacht, wo wir bewusst eben Sky, DAZN und Magenta Sport gebündelt haben, weil wir gesagt haben, der Kunde hat eben keine Lust, sich überlegen, muss ich jetzt Freitag, was muss ich jetzt? Muss ich jetzt DAZN oder Sky oder wen einschalten? Und das hilft, ich glaube, selbst viele, die in der Branche sind,
ich habe mich immer wieder, die haben wirklich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo es läuft. Also das ist, kommt echt zum Vertrost und ich glaube, es tut keinem gut nachher. Also ich verstehe natürlich, wie es entsteht und es ist natürlich auch schwierig, das sauber herzustellen, aber es ist, glaube ich, nicht gut. Für den Fan ist es nicht besonders gut. Zu der ersten Frage nochmal. Und dann, ja, es gibt immer weitere neue Anbieter, eben Rechte kommen und gehen. Das ist eben so ein bisschen das Thema. Ich glaube, viele versuchen jetzt was. Ich glaube, irgendwann wird es auch einen Anbieter-Shakeout wieder geben, weil ich glaube, wenn das zu verstreut ist, wird das irgendwie nicht funktionieren. Jeder braucht ein langfristiges Businessmodell, sonst funktioniert es nicht. Deswegen versuchen wir zumindest darauf zu gucken, dass wir immer ein Portfolio haben, was für uns funktioniert. Also wir rechnen eigentlich selten mit 100% der Rechte, kann man üblicherweise nicht, weil irgendwas kann immer passieren. Aber du musst natürlich sehen, dass du trotzdem noch ein funktionierendes Portfolio hast für die Fans und wo du dann eben auch deine Vermarktung, egal ob Werbevermarktung oder Pay-Vermarktung oder beides zusammen, nachher eben noch hinstellen kannst. Aber ja, bis jetzt war es auch leider selbst bei den großen Rechten immer so, es kommt halt immer noch einer, der meint, das Businessmodell noch besser zu verstehen und noch mehr Geld in den Topf zu legen und dann ist es natürlich schwer. Die Hoffnung stirbt nicht, dass irgendwann vielleicht eine gewisse Vernunft eintritt und dass dann sozusagen sich, dann glaube ich, wird es aber auch nicht endlos Player geben. Es wird dann wieder, ich sag mal, für 2-3 Player ist im Markt Platz, für viel mehr, glaube ich, ist langfristig zumindest, also jetzt im Pay-Markt, kein Platz, glaube ich. Und wen wird es dann treffen? Es sind ja jetzt aktuell schon mehr vertreten. Ja, wird sich sehen. Und ich glaube, die Business Cases unterscheiden sich ja auch. Als der Zone gestartet ist 2016, da waren wir ein ganz klarer Nischenplayer. Wir sind da nicht groß in die Bundesliga reingegangen oder Champions League, sondern hatten Premier League, NBA, NFL. Sind aus der Nische gewachsen. Es hat ziemlich gut funktioniert. Andere gehen sofort groß rein. Dein geht vielleicht einen etwas noch nischigeren Weg. Und es gibt, glaube ich, schon Business Cases, wo man eine kleine Nische anspricht und wenn da die Acquisition Costs relativ gering sind, dass man da schon einen funktionierenden Business Case aufbaut. Von daher, das kann sein, dass es vielleicht 2-3 große Player gibt. Es kann auch sein, dass es zusätzlich noch 2-3 kleinere Player gibt, die geringere Kosten und entsprechend auch geringeren Druck haben. Und ich finde diesen Wettbewerb, den Charlie angesprochen hat, ich finde den ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, solange wirklich alle Player daran Interesse haben, sich zu aggregieren. Also wenn wir sagen, nee, wir wollen nicht bei Sky laufen oder bei Magenta, ist der Vorwurf völlig richtig. Aber ich glaube, da haben wir alle in den letzten 3-4 Jahren sehr viele Schritte zueinander getan. Und zugleich finde ich, vielleicht was ein bisschen in der Diskussion untergeht, ist, dieser Wettbewerb tut uns ja auch gut. Sky hat tolle Experten wie Lothar Matthäus etabliert. Telekom hat, glaube ich, Produktionsstandards sehr, sehr viel geschraubt bei den vermeintlich kleineren Rechten, wo wir auch viel abgeschaut haben. Wir haben inhaltlich sind auch andere Wege gegangen, haben ein paar Experten, Moderatoren genommen, an die vorher keiner gedacht hatte, die jetzt etabliert sind, haben auf Doppelkommentar gesetzt und so weiter. Von daher, von das wiederum, glaube ich, andere Leute auch abgeschaut haben. Von daher, ich glaube, dieser Wettbewerb wäre nicht da, wenn die Rechte immer monopolistisch bei einem liegen würden. Deswegen finde ich das nicht so schlecht. Also inhaltlich sagst du, tut es dem Markt gut. Die Frage ist wirklich nur, wohin wird es sich entwickeln? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fan das immer weiter mitmacht. Beziehungsweise, wie du sagst, es war ein schöner Vergleich mit den Serien. Das wäre wie wenn ich meine Lieblingsserie, die erste Folge sehe ich auf The Zone, dann muss ich gucken, wo die zweite läuft, die dritte ist wieder auf The Zone und die vierte läuft dann bei Sky, bei Eintracht Frankfurt. Vergangene Saison hast du, glaube ich, 5 Abos gebraucht, wenn man jedes Spiel schauen wollte. Das ist schon viel. Charlie, siehst du da, auch wenn das jetzt vielleicht sehr hochpotenziert ist, aber siehst du da vielleicht auch die Gefahr, dass der Fan irgendwann das Interesse verliert, weil er sagt, das ist mir jetzt wirklich alles zu blöd? Ich glaube nicht, dass der Fan das Interesse verlieren wird. Ich will zum vorherigen Punkt nochmal zurückkommen. Wir im Sport haben manchmal die Art, dass wir sehr in unserer Sportblase denken. Aber wir sind im Entertainment-Geschäft insgesamt. Und die meisten Haushalte, die Sport gucken, gucken auch andere Sachen. Und ich bin erst seit 2 Jahren bei Sky, aber Sky fischt schon seit vielen Jahren im Sport-Abo-Geschäft und hat schon ziemlich viele Kunden reingenommen. Was wir ganz klar sehen, dass der Wachstum kommt bei den Haushalten, die Sport und Entertainment haben wollen. Also man kann es nicht nur auf Sport beziehen, man muss weiterdenken. Und den Gedanken ein bisschen weiterzuführen, es ist nicht nur jede Menge Sportanbieter, es gibt auch jede Menge Streaming-Anbieter, es werden immer mehr. Und irgendwann wird es einfach zu viele geben und das passiert in allen verschiedenen Gebieten. Der Angebot wächst und es werden nicht alle überleben. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Strategie fahren. Die ändern wir auch und anpassen die auch an. Das muss man auch.
Aber sowohl im Sport als auch im Entertainment bringen wir unsere eigenen Inhalte und umarmen viele, viele andere, wie die Kollegen hier auf der Bühne, als auch Sport Digital, die hier sitzen, als auch Netflix und. Und wir sind überzeugt, dass wir Good Value for Money sind. Und im Endeffekt muss der Kunde selber entscheiden, welches Produkt mögen sie am liebsten und was ist mir wert. Henning, wie überlebt man? Durch Kooperation, durch was noch? Ja, es ist natürlich immer, was für ein Geschäftsmodell man als Player hat, aber in der Tat, das, was ja auch Sky, wir machen das ja mit Magenta TV genauso, wir sind da einmal erstmal Aggregator und vereinen eben Netflix, Disney, DAZN, Sky, alle Player und natürlich auch die linearen Sender und haben erstmal eine TV- und Streaming-Plattform, wo wir bewusst eben die beiden Geschäftsmodelle mixen und sagen, ob in Zukunft der eine lieber nur On-Demand guckt oder Streaming guckt oder linear, ist uns eigentlich gesagt Wurst, wir wollen das verbinden. Das ist das eine Geschäftsmodell. Das andere ist, dass du eben investierst in Rechte und die dann refinanzieren musst. Und ja, wir haben beides. Wir kombinieren das, so wie es ja auch Sky macht. DAZN muss die Rechte sozusagen refinanzieren aus der Plattform. Also ich finde, im Moment fühle ich mich gut in der Lage, dass wir beides haben, weil wir damit zwei Geschäftsmodelle haben, die wir können einmal Distributionspartner sein für jemanden oder Vertriebspartner auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir Rechte dann selbst refinanzieren. Und das sind schon zwei herausfordernde Sachen, aber es ist auch gut, wenn man bei dem einen nicht erfolgreich ist, dass man dann über das andere Modell trotzdem noch mitspielen kann. Also das finde ich zumindest im Moment sehr komfortabel, in dieser Situation zu sein. Aber am Ende müssen beide Modelle funktionieren können, weil langfristig muss man, wenn Leute in exklusive Rechte investieren, müssen sie überleben können, weil sonst macht es keinen Sinn. Also wenn man das nie refinanzieren kann, dann geht es halt einfach nicht. Und wenn man als Aggregator muss man auch überleben können. Man muss letztendlich, man investiert in Plattformen, in Marketing, in Vermarktung, auch das muss funktionieren. Und deswegen am Ende müssen beide Modelle funktionieren, sonst bricht das Business zusammen. Ja. Herr Ruke, jetzt hat auch DAZN eine enorme Preiserhöhung machen müssen in diesem Jahr. Ich habe letztens ein Interview mit eurer Geschäftsführerin gelesen, da hat sie gesagt, in 12 bis 18 Monaten muss DAZN, was es noch nicht ist, auch profitabel sein, hat auch eine weitere Preiserhöhung nicht ausgeschlossen. Was ich mich aus Fanperspektive, aus Nutzerperspektive so ein bisschen frage, ist es dann wirklich nötig, den Sport immer teurer und auch aufwendiger zu produzieren, mit langen Vorläufen, die auch toll besetzt sind? Oder macht man da nicht ein bisschen Abstriche, spart Kosten ein, um dem Nutzer einfach ein kostengünstigeres Abo zu ermöglichen? Macht es wirklich Sinn, jetzt die WM mit 42 Kameras zu produzieren? Das macht jetzt nicht DAZN, aber im Allgemeinen. Macht diese teure, qualitativ immer hochwertige Produktion, macht die Sinn? Vielleicht ganz kurz, der Preisanstieg wurde von dpa, glaube ich, so berichtet, dass wir den nicht ausschließen. Klar, was kann man schon im Leben ausschließen in der Sportbranche, aber da wurde im Originalinterview auch ganz klar gesagt, dass es keine Planung dazu gibt. Von daher das nur, um das gerade zu ziehen. Ja, wir haben den Preis migriert, klingt ein bisschen schöner. Aber diese Preismigration hat nichts, ja, ich hoffe, unser Pressesprecher ist happy darüber. Aber unsere Preismigration hatte weniger damit zu tun, dass wir Michael Ballack geholt haben oder die Frauen-Bundesliga oder dies und das oder dass wir 15 Minuten längere Vorlaufzeit haben. Der größte Kostenpunkt sind die Rechtekosten. Und ich glaube, wir waren im Markt mit einem Preis, der zu gering war gegenüber dem Value, das wir den Usern gegeben haben. Jetzt haben wir den Preis so weit erhöht oder migriert, dass wir den für fair erhalten. Und natürlich haben wir dann natürlich auch zusätzliche Maßnahmen getroffen, wie mehr Rechte, noch mehr gute, tolle Experten, die zu uns passen. Entsprechend ist der Hauptkostenpunkt ganz klar die Rechteakquise und nicht die Kuratierung dessen. Entsprechend, glaube ich, muss man einfach grundsätzlich fragen, geht die Spirale weiter? Du hast gesagt, der Markt wird erhitzt. Ich spüre schon auch bei allen Playern, dass, glaube ich, der Markt jetzt eine Überhitzung hinter sich hat, dass eine gewisse Vernunft eingekehrt ist. Es kommen auch nicht x viele Player mehr. Schauen wir mal, wie die nächsten Monate ablaufen. Entsprechend hat es nur zumindest mal eine gesunde Mitte gefunden. Und ja, entsprechend, ich glaube auch, dass sich es konsolidiert. Aber der größte Kostenblock sind die Rechte. Und da sind auch eben die Rights-Holder, die Verbände, die liegen einfach in der Pflicht, dass man vielleicht noch mehr aus den Rechten herausbekommt, wenn man schon so viel dafür fordert. Lea, du hast eben Vorbericht, Nachbericht angesprochen. Rechte sind bei weitem das Wichtigste. Aber bei uns gucken 50% der Zuschauer, die ein Bundesligaspiel gucken, entweder den Vorlauf und Nachlauf. Also das sind viele, viele Menschen. Und wir machen Sky Sports News nicht zum Spaß, sondern wir sind fest davon überzeugt, dass das
sieben Tage Woche Relevanz bringt. Und deshalb machen wir auch Formate, wie ob es meine Geschichte ist, Matchplan, Gamechangerin und. Denn der kleine Unterschied zum Erfolg ist, wie erzählt man den Sport? Und da ist ein großer Unterschied zum Entertainment, dass wenn ich House of the Dragons oder wir als Sky einkaufen, gut, dann ist unsere Arbeit, es zu vermarkten. Aber es wird uns so geliefert. Der Sport wird uns nicht so geliefert. Und vor allen Dingen jetzt vielleicht auch das Thema Frauensport und Frauenfußball. Und wir freuen uns sehr, dass wir uns die Highlights-Rechte abgekauft haben. Da geht es primär darum, wie machen wir die Spielerinnen groß und interessanter und nahbarer. Nur dann wird es erfolgreicher sein. Das einfach nur ja, relativ dumm abzuspielen, wird das Produkt nicht weiterführen. Und da ist auch viel Herzblut dahinter. Das mit den Highlights ist noch ein spannender Punkt, den ich gerne noch mal kurz vertiefen würde. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne von den Fans eher verkürzt hat. Dass ganz viele gar nicht mehr die 90 Minuten Spiel gucken wollen, weil sich die Zeit nicht mehr nehmen wollen, wenn sie nicht glühender Fan von einem Verein sind, sondern im allgemeinen Fußball einfach gerne gucken, sondern viel lieber dann einfach sich die Highlights anschauen auf Abruf. Wie siehst du das, Henning? Wie hat sich das entwickelt und welche Rolle spielen vielleicht auch in der zeitlichen Entwicklung immer mehr Spielzusammenfassungen? Also ich sehe schon, dass Highlights eine wichtige Rolle spielen im Sinne von eine große Reichweite schaffen und eine Verbreitung einer Sportart. Ich glaube nur trotzdem nachher immer noch an den Live-Moment und das zeigt ja auch der Sport. Also der Sport bleibt linear, weil er nämlich dann stattfindet, wenn das Event da ist. Und wenn ich jetzt hier gerade die Eurobaskets, wenn da Deutschland gegen Griechenland spielt, dann gucke ich die letzten 5 Minuten, weil wenn ich die nicht gucke, dann habe ich einfach die Emotion verpasst. Ich kann mir das danach gerne nochmal relax angucken, aber wenn ich diesen Moment nicht dabei bin, danach ist sowieso alles in sozialen Medien, Nachrichten, sonst wie, dann ist der Kick, den ich habe durch das Sportereignis, der ist einfach weg. Deswegen glaube ich, im Sport bleibt das Live-Erlebnis schon ein essentielles. Ich bin trotzdem dabei, dass die Sehgewohnheiten vielleicht teilweise unterschiedlich wären, dass die Leute eben nicht mehr 90 Minuten Fußballspiel oder Basketball, weiß man immer nicht genau, wie viele Minuten sind, oder, dass die Leute vielleicht nur noch zum Schluss gucken oder in Social Media gucken, wie steht es denn gerade und dann wieder einschalten. Deswegen, man muss schon den Sport dann ganzheitlich sehen, wie Charlie, du ja auch gesagt hast, wie es die Sonja auch macht, wie wir es auch machen. Wir müssen die sozialen Medien bespielen, wir müssen auch da Snippets, die Leute dafür interessieren, auch damit sie in das Live-Produkt kommen. Das wird immer, immer schneller, immer kürzer. Das sind wichtige Dinge, die man drumherum spielen muss, die muss man auch bedienen. Aber das Highlight kann nicht das Spiel ersetzen, aber ein Highlight hat eine wichtige Funktion, um Leute zu interessieren, um die weiterzuverarbeiten, in den richtigen Kontext zu bringen, um Leute für eine Sportart zu interessieren. Daran glaube ich schon. Ja. Basketball, Henning, jetzt hat Alex auch vorhin eine Lanze für dich gebrochen mit eurer Basketball-Berichterstattung, die ja einen großen Hype auch erfahren hat rund um die Europameisterschaft. Habt ihr ein ähnliches losgezogen wie NFL, vielleicht ein bisschen im kleineren, mit dem großen Hype, der jetzt gerade erst kam und jetzt nimmt das Stein die Basketballrechte. Glaubt aber, ihr wirklich? Aber nicht die, weil die Nationalmannschaft haben wir ja nach wie vor. Nicht die, aber im Allgemeinen ist natürlich die Hoffnung wie beim Frauenfußball, dass sich das überträgt, auch auf die Liga, im Basketball auch. Aber das interessiert mich wirklich persönlich von euch drei jetzt mal. Glaubt ihr echt, die bleiben bei diesen Spartenrechten? Oder ist es eher, Haruka, wie bei der Zone, man probiert es und man greift dann auch irgendwann nach dem Fußball? Ich bin gespannt, wie das mit BBL und Dein weitergeht. Ich fand die Proposition von Henning und Magenta eigentlich sehr, sehr spannend und sehr gut. Ich hatte die BBL auch, ohne jetzt zu viel Vertrauliches zu verraten, hatte ich auch gesagt, überlegt es euch gut, ist der kurze Dollar das wert? Mhm. Weil diese Zersplitterung ist, glaube ich, schon eine Gefahr für die Nischensportarten. Ich glaube, Nischensportarten haben einfach eine mega Chance, wenn sie von einem Audience Flow profitieren, also bei uns NFL, Audiences über Fußball aufbauen. Bei Pro7/1 hat das auch super funktioniert mit der NFL, wo auch Fußballspiele genutzt wurden, um NFL zu promoten, Crossovers hinzubekommen. Sky macht das ohnehin. Und jetzt steht die BBL dort, ist einer von vielen etwas kleineren und da fehlt halt wirklich die Mainstream-Audience, um eine Aufmerksamkeit zu generieren. Von daher, und ich wünsche den Kollegen von deinen alles Gute, aber ist anspruchsvoll. Wie seht ihr das?
Vielleicht erst den Ding. Wir haben das ja bewusst, also natürlich hätten wir auch gerne die Rechte gehabt, ohne Frage, weil wir genau diesen Ansatz eben gepflegt haben. Wir wollten mit der Nationalmannschaft, Euroleague, Eurocup und im nationalen Liga eben zumindest so ein Home of Basketball, um genau das für die Fans zu schaffen, das zu integrieren, da Cross-Promotion zu machen. Jetzt ist die nationale Liga weggefallen. Uns war aber wichtig, die Nationalmannschaft zu halten, Weltmeisterschaft, Europameisterschaften weiter zu haben. Die Euroleague haben wir verlängert, Eurocup. Damit sagen wir, wir haben immer noch den besten Basketball. Und vor allen Dingen, wir haben es ja bei der Eurobasket gesehen, da schafft man dann wirklich mal Millionenpublikum zu generieren. Und in der Tat, das ist dann die Gefahr, dass es dann dabei bleibt und eben nicht in der nationalen Liga. Das hat auch Handball ziemlich viel erfahren, immer in den öffentlich-rechtlichen teilweise zweistellige Millionenpublikum zu haben und dann in der Liga ist aber nie was passiert oder sehr kurz nur und dann ist es quasi immer bei dem Alltag geblieben. Und die Gefahr ist schon, wenn man das dann, oder noch mehr, wenn es zersplittert, als wenn man dann schafft, zumindest eine Community zu vereinen, die dann die Chance hat, mit Cross-Promotion eben wirklich alles auch mal, oder Interesse eben auch für die vermeintlich kleineren Dinge dann zu entwickeln. Charlie, schaltet sich dann irgendwann auch in den Fußball ein? Weiß ich nicht. Also ich glaube, Sie haben erstmal eine ganze Menge zu tun mit dem, was Sie jetzt bekommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass, ob es Volleyball ist, Handball, Basketball, es sind tolle Sportarten, die es immer schwer gehabt haben, in Deutschland wirklich so erfolgreich zu sein, wie sie eigentlich sein sollten. Also wenn ich beim Handball bei Final Four sitze und es kriegt kaum jemand mit, ist es echt schade, denn es sind geniale Sportler, Sportlerinnen. Also von daher hoffe ich für den Sport, dass sie erfolgreich sein werden. Vielleicht ein bisschen abzuweichen. Ich weiß nicht, wer die W-Series hier kennt. Eine Frauen-Motorsport-Serie, die nach der Formel 1 bei uns läuft. Die hat öfters höhere Einschaltquoten als ein Handballspiel. Und das ist nicht, weil unbedingt das Produkt jetzt bei allen beliebter ist, sondern es hat sehr viel damit, was man Haruka auch meint, einen Audience-Flow zu haben und die Sportart in einem Umfeld zu tun, wo sie funktionieren. Und das können wir eigentlich ganz gut machen und damit bauen wir auch andere Sportarten auf. Und wir sind auch sehr froh, dass wir die Formel 1 verlängert haben. Man verliert bestimmte Rechte, man verlängert andere und da sind wir sehr gut unterwegs. 50% der neuen Zuschauer sind unter 34, 40% sind weiblich. Also man kann auch Sportarten zum Ehrenthema, Sportarten gehen hoch und runter. Die Formel 1 kommt wieder, wir liegen 20% über den Quoten vom letzten Jahr. Da sind wir zuversichtlich, wir gucken auf unser Programm. Wir werden Handball sehr vermissen, aber es kommen neue Sachen dazu und andere Sachen gehen manchmal weg. Ja, da liegt bestimmt auch Potenzial, dass du wie beim Frauenfußball auch da beim Motorsport Fans von dem einen mit rüberziehst in eine Schwestersportart. Vielleicht abschließend, weil ich sehe schon die rote Null leuchten auf unseren Bildschirmen. Welche Sportart schaut ihr denn so wirklich mal privat und ehrlich gefragt neben Fußball? Gibt es da überhaupt eine? Sonntag die NFL. Sorry, Alex, nicht bei RAN, sondern bei uns die Endzone, 7 Stunden. Da darf ich auch machen. Die Frau bringt die Kinder ins Bett. Das ist echt die schönste Phase der Woche. Timeslot, ja. Haben wir es wieder. Passender Slot. Also ich guck natürlich Fußball gerne, ich gucke aber Eishockey und Basketball wirklich sehr gerne. Ich muss sagen, in der letzten Zeit, diese Eurobasket hat mir wirklich Spaß gemacht. Und da sage ich ja nicht, weil wir es gemacht haben, sondern es haben ja bei uns auch Leute gemacht, ein Team gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde, ich habe noch nie so emotional und gerne Basketball geguckt. Ich fand das wirklich richtig, also es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe nicht nur als Verantwortlicher drauf geguckt, sondern wirklich auch als Fan. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Ja. Super. Frauenfußball dann, oder? Auch. Und ich muss sagen, ich war sowohl bei der EM als auch beim Champions League in der Allianz Arena, als sie gegen PSG gespielt haben. Also auch live macht es richtig Spaß und das ist ein ganz anderes Erlebnis als der Männerfußball. Also ich würde auch jedem empfehlen, ins Stadion da zu gehen. Ich gucke in der Tat auch sehr, sehr gerne Tennis und auch sehr gerne internationalen Rugby. Aber leider nicht bei uns. Cool. Vielen Dank. War mir eine große Freude. Hab viel Neues erfahren. Vielen Dank euch. Und vielen Dank euch zur später Stunde noch fürs Zuhören.